So, und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Drive You Truck Simulator 2 hier bei Nero Players mit dem Zengis. Ja, letzter Folge hatte ich endlich mal einen Volvo-Händler entdeckt, genau hier. Ja, jetzt habe ich halt mal so eine grobe Übersicht, was ich hier alles für schöne Zugmaschinen habe. Da werde ich nochmal vergleichen gleich. Vergleichen. Sonst geht die Gleichung nicht auf. Naja, auf jeden Fall, ich bevorzuge immer noch Volvo einfach. Ich finde die Maschinen schön. Aber bevor ich jetzt vergleiche, werde ich einfach nochmal, ich glaube, eine Probefahrt machen. Einfach mal gucken. Das war das Falsche, glaube ich, ja. Und falls man im Hintergrund immer mal wieder hört, obwohl dürfte eigentlich nur eine Straße sein, also ist gar nicht schlimm, das passt ja zum Thema. Ich habe jetzt das Fenster offen, weil es ist einfach so warm. Es sind bestimmt 10.000 Grad hier und ich fließe nur noch vor mich hin. Ich bin gar kein fester Zustand mehr. Also kann man sich das bildlich vorstellen? Ist es schon ekelhaft genug oder? Also ich kann es jetzt nochmal extremer machen. Einfach alles klebt, wenn man so allein die Fingerspitzen so aneinander macht, bildet sich direkt so ein kleiner Schweißfilm, der dann sofort wieder verdampft und es klebt alles und ist, naja, 24 Stunden Deo, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, erstmal, um das zu vergessen, werde ich jetzt mal hier irgendwas nehmen. Ich würde mal das in Viertel aufteilen und dann hier das nehmen und einfach das oberste. Feuerwerkskörper, ja, das muntert einen doch auf. Oder, weil ich mir ein Volvo holen will wahrscheinlich, nehme ich, glaube ich, da mal die Äpfel darunter. Aber die waren so, ich nehme die Äpfel. Das ist eine schöne Tour. Das ist eine wirklich sehr schöne Tour. Ich weiß gar nicht, bin ich die schon aufgenommen gefahren? Habe ich das schon mal aufgenommen? Das ist nämlich eine ganz tolle Sache. Mit dem Zug. Habe ich das? Nein, habe ich noch nicht aufgenommen. Ja, dann werden wir heute mal was ganz Neues erleben. Ja, ich habe mir mal hier so Themen aufgeschrieben. Nämlich zu heiß ist das erste Thema. Das zweite Thema, ich will ein Eis. Das dritte Thema ist, wieso eigentlich so viel schwitzen? Ist doch scheiße. Und das andere kann ich jetzt nicht lesen. Da ist gerade Schweiß von meinen Haaren drauf getropft. Naja, egal. Schmeißen wir erstmal den Motor an. Licht machen wir auch mal an. Wo ist die Klimaanlage? Kann man hier irgendwo die Klimaanlage einstellen? Dachfenster auf, oder? Naja. Genau, das ist er. Unser Globetrottler, Globetrotter XL von Volvo in einem wunderschönen Blauton. Mit Äpfeln dran. Jetzt muss ich ganz aufpassen, weil, also ich hoffe mal, dass die nicht zermatschen oder dass da so fette, große, dicke Scheißhausfliegen kommen und mir die Äpfel matschelig machen, so. Oder so diese kleinen Eintagsfliegen, die sind auch nicht schlecht. Die nerven ja. Oder so fette Bremsen, die dann so. Ah, ja. Naja. Genau, ich habe mir hier noch irgendwas. Oh, das wird knapp. Ich habe hier noch was stehen, nämlich Frauenleichen in Plastiksäcken. Ja. Wieso habe ich mir das aufgeschrieben? Ich mache mir gerade selber Angst. Wieso schreibe ich mir sowas auf? Frauenleichen in Plastiksäcken. Genau, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ja das von vielen verhasst, von manchen geliebte Windows 8. Und da kann man ja einstellen, dass man immer auf den neuesten Stand gebracht wird, beziehungsweise einfach immer so aktuelle Geschehnisse da eingetrichtert bekommt. Und das ist echt eine, auf der einen Seite eine tolle, aber manchmal auch eine erschreckende Sache, weil dann startet man den PC, alles läuft wunderbar, du
freust dich schon, willst irgendwas Lustiges gucken oder willst irgendwie was Schönes machen. Und dann kommt erstmal irgendwie so ein unscheinbares Bild von einem Haus und da dann rotiert das weiter, dann kommt ein Schriftzug und dann Frauenleichen in Plastiksäcken gefunden. Okay, meine Güte. Also sowas, das sind dann immer so Nachrichten, die hauen einen dann immer direkt nach dem PC-Start um. Da bin ich dann auch immer wieder, da denke ich auch, oh, gibt noch schlechte Sachen in der Welt. Naja, also das ist schon teilweise echt heftig, finde ich. Aber, naja, man ist auf dem neuesten Stand und wir fahren schon 90. Aber sowas dann, also da denkt man sich auch manchmal, oh Gott, was ist da wieder los? Ist jetzt wieder Amerika da, was da mal los ist, das ist schlimm. Obwohl hier ist auch alles los, überhaupt, es gibt so viel Böses auf der Welt. Naja, aber auf der anderen Seite auch immer so viel Gutes. Ja, und darunter steht noch ein Thema, nämlich mir ist zu warm. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, das werde ich jetzt mal einfach die ganze Folge lang diskutieren, weil es ist wirklich, mir ist viel zu warm. Also es ist kaum noch auszuhalten. Es ist warm und klebrig und stinkt und es ist einfach zu warm. Einfach zu warm, einfach zu warm. Einfach zu warm. Also, ja. Ich weiß nicht, wie findet ihr es so zur Zeit? Also, wenn man das Video dann irgendwann im Winter guckt, ist natürlich nicht so sinnvoll, aber jetzt im aktuellen Zustand, Sommer 2013, also dann auch mal wirklich Sommer. Erst war es ja immer so halb-halb, so dann war es mal wieder ein bisschen Sommer, dann war es mal wieder ein bisschen Winter, aber jetzt ist so richtig Sommer. Also, bin heute auch ein bisschen mit dem Fahrrad gefahren. Ja, bei dem Wetter, es hat nicht umgehauen. Es war sogar noch recht früh. Ich meine so zwischen 11 und 12. Ja, also so voll in der Mittagshitze. Da bin ich auch unter einen Rasensprenger, beziehungsweise einen, wie nein, Rasensprenger fürs Feld. Also ganz groß, ne? Kann man sich was drunter vorstellen. Bin ich drunter durchgefahren. War klitschnass. Bin eine Minute weitergefahren und war wieder trocken. Da habe ich mir erstmal ein Eis gegönnt an der Tankstelle. Das war aber auch nötig. Also ohne dieses Eis hätte ich wahrscheinlich die Fahrradtour nicht überlebt. Aber auch beim Fahrradfahren, da merkt man so richtig das Kleben. Man wird so richtig schlapp. Man spürt die Hitze bis zum Kopf steigen und man möchte eigentlich gar nicht mehr. Man ist kurz vorm Ausrasten und aber genug vom Real Life. Weil im Spiel sind wir in England. Noch nicht in England, aber gleich. Und es ist jetzt schon immerhin 21.34 Uhr. Und da dürfte es jetzt ein bisschen kühler sein, obwohl. Ja, das ist jetzt auch wieder doof, weil das stimmt fast. Oh, wir müssen hier rechts rein. Weil es stimmt schon fast mit der Real Life-Uhr wieder überein. Und es ist immer noch viel zu warm. Obwohl es schon relativ spät ist. Naja, aber das ist eben Sommer. Hat auch seine Vorteile. Man kann die ganze Zeit draußen rumhocken und keine Ahnung was machen. So, jetzt gucken wir sicherheitshalber links. So, und jetzt kommt eine meiner Meinung nach sehr, sehr schön gestaltete Sache. Die kann ich sogar trotz dieser extremen Hitze genießen. Man sieht schon da hinten, was da so, aussieht wie eine fünfspurige Autobahn. Das sind die Züge oder beziehungsweise die Gleise. Da, wo man gleich auf den schönen Zug fährt, der einen dann durch den Eurotunnel bringt. Ist ja schon eine geile, Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier rein muss. Da nicht. Da ist zu. Nicht für LKWs. Aber das ist ja auch toll. Hier fahren ja sogar Autos runter.
Oh, da sieht man es schon. Hier ist für LKWs, okay. So. Aber hier müsste auch eigentlich irgendwie so ein Pförtnerhäuschen sein, oder? Ich weiß nicht, ich bin noch nie durch mit einem Zug da gefahren. Aber sieht schon mal echt geil aus. Ah, da ist auch so eine Lok davon. Sieht auch sehr realistisch aus. Also, ich kenne die Züge. Ich bin zwar noch nie mit gefahren, aber. Naja. Das ist ja echt cool gemacht. Da kann man sogar hinten in den Tunnel reingucken. Und das ist nur zweidimensional. Nee. Boah. Also, ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön. So, jetzt fahren wir ganz vorsichtig hier drauf. So, mögliche Fahrziele. Ja, gibt's ja nur eins, das andere Ende. Aufbrechen. Tschüt, 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 so. Jetzt sind wir mit 5000 km/h durch den Tunnel gerast und sind am anderen Ende. Ende. Boah, das ging jetzt aber echt flott. Ich weiß nicht, fährt man auch nur ein paar Minuten, ne? So, wo lang muss ich denn jetzt? Und ich weiß nicht, ob man da hinten noch raus kann. Kommt man da hinten noch raus? Hups! Uiuiuiui. Okay, nein, da kommt man nicht mehr durch. Nee, da, nee, komm, das ist rechts, links. So. Warum auf einmal diese Stille? Ich fahre rechts rum. Passt das da hinten? Ja, das passt. Echt schön gemacht. Das hat auch was. Sind hier noch niemals gekuppelt? Naja, das sind so Feinheiten. Auf die muss man jetzt nicht zwingend achten, aber wirklich, ich finde es sehr schön gemacht. Toll. Naja, aber genug geschwärmt. Oh, sieht das toll aus. Oh. Ja, wie komme ich denn jetzt da wieder runter? Bin ich jetzt hier in der Sackgasse oder was? Wo bin ich denn hier gelandet? Da muss ich jetzt. Hä? Oh, welch ein Zufall, hier ist eine Baustelle. Ah, okay, hier lang. Ich dachte gerade schon, jetzt geht da gar nichts mehr. Schön, schön sieht das aus. Sorry Leute, meine Güte, was habe ich denn hier verbockt? Meine Güte. So. England. Also,
Ja, so, jetzt habe ich's. Also müssen wir hier lang fahren. Mag ich nicht. Will ich nicht. Die in der Fahrschule haben aber immer gesagt, auf der rechten Seite fahren. Boah, dieses Wetter ist auch so ermüdend. Da kommt man schnell im Sekundenschlaf. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber das darf einem LKW-Fahrer natürlich nicht passieren. Ein LKW-Fahrer muss selbst solchen Hitzen, solch... Das ist immer scheiße, wenn man was so schön sagen will und es dann total misslingt. Ein LKW-Fahrer muss auch so einer Hitze trotzen. So klingt's doch schon besser. Was ist denn das da für ein kleines Lichtchen? Ach so, das ist ein Schild. Ich dachte gerade, das wäre so eine kleine Hütte. Zwischen schon 23.05 Uhr. Ganz schön spät. Oh doch, ich mag den Volvo. Ist er nicht schön anzusehen, wie er da fährt? Herrlich. Herrlich, da fällt mir was ein. War mal, glaube ich, sogar in der... Oh, da stand, glaube ich, 30 drauf. Ich bremse mal lieber ab. Stand mal sogar in der Zeitung so ein Artikel darüber. Nämlich so Friseurladen, so, ne? Irgendwie die dann zum Beispiel herrlich heißen, also, ne? Herr. Anstatt, ne? Eben wie das englische H geschrieben. Aber dann eben auch sowas wie Hair Force One oder so. Sehr kreativ, also finde ich schön sowas. Sehr schön sogar. Oder geht einem immer das Herz auf? Ich finde so kreative Leute, das ist schon was. Aha, jetzt gleich geht's bergab. Meine Güte. Ich fahre jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich will echt hier kein Protokoll riskieren. Keine Knolle. Willkommen in Dover. So, ist der Blitzer vorbei, aber ich glaube, hier geht es ziemlich steil bergab. Oh yeah. So. Ja, ist doch immer noch 30, aber okay, es ist Ende der Baustelle, also. So, jetzt ist da ein Fragezeichen. Ja, da ist eins. Ich will jetzt immer diese Fragezeichen entdecken da. Das ist irgendwie so eine schöne Sache. Das gefällt mir. Das macht mir Spaß. Lasst mich doch, was mir Spaß. Lasst mir doch, was mir Spaß macht. Komm, ich fahre jetzt einfach geradeaus. Das dauert bei denen sowieso mal länger. Schlafmützen von KI. Es ist nachts, ich will heizen. So, und wieder links rum. Arbeitsagentur. Lasst mich noch über die Ampel. Lasst mich noch über die Ampel. Danke. Ah, da ist eine Werkstatt. Schön. Och komm, werd grün. Aber wäre diese unsichtbare Polizei nicht immer vorhanden, würde ich jetzt einfach über die rote Ampel heizen. Das würde mir wahnsinnig Spaß machen. Gesetze zu brechen. Denn dazu sind Gesetze doch da, nicht wahr?
Das fehlt mir eigentlich manchmal, dieses Geräusch von blockierenden LKW-Bremsen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das passiert ganz schnell bei LKWs. Einfach, dass sich dann ein Rad festsetzt bei einer Vollbremsung. Und das dann einfach wahnsinnig laut, dieses Kreischen der Bremsen zu hören ist. Oh nein, der Wagen gerät außer Kontrolle. Oh. So, dann haben wir das auch mal durchgemacht. Das war jetzt nur ein Vorwand, um automatisch einzuparken, beziehungsweise einparken zu lassen. Naja, die paar Erfahrungspunkte, die werden es jetzt auch nicht, hier. Die werden uns jetzt auch nicht den Tag verderben. Ja, ausgezeichnet, ne? Was will man mehr? Und jetzt wollte ich mal ganz kurz vergleichen. Einfach mal so ein paar LKWs rauspicken. Och nee. Komm, Vogel. Jetzt gehst du aber raus. Mann. Sei doch mal so. Jetzt sind wir wieder alleine. Ja. Was nehmen wir denn, Mann? Dann. Volvo. Kann man jetzt online kaufen? Was? Wollen die mich verarschen? 5 LKWs soll ich benutzen? Wie soll das denn gehen? Ja, ich will den aufsuchen. Jetzt nehme ich mir mal so ein kleines Blatt Papier. Ein Bleistift. Also es geht mir hauptsächlich um Leistung. Geschwindigkeit spielt ja keine große Rolle. Ja, komm, können wir das nicht überspringen? Ja, können wir. Also wir könnten uns dann, wenn schon, den hier leisten. Oder die anderen sind doch alle. Also der hätte jetzt beispielsweise 540 Pferdestärken. Kraftstofftank, das ist auch eine ganz wichtige Sache, finde ich, weil dann kann man längere Strecken einfach am Stück fahren. Man macht eigentlich jetzt auch, weil die Preise, die ändern sich ja da nicht. Aber schreiben wir auch mal sicherheitshalber auf. Ich finde 540 PS ist schon was. Ich glaube, man kann ihn dann auch hier noch aufrüsten. Wenn man jetzt hier auf Motor klickt, dann hätte man nämlich schon 600 PS. Schreibe ich jetzt auch mal auf. 600 bzw. 600. Das wäre dann schon einiges. Also 600 PS, ich denke, damit kommt man locker raus. Nein, will ich nicht. Sollte sich das schon angucken. Hier. Schön finde ich das. Man kann auch sogar Licht anmachen und so. Also es ist schon was. Okay, die haben natürlich dann etwas mehr PS. 700, 600, okay. 700. Naja. Ja, ich will ihn verlassen. Also die sind jetzt schon mal nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Jetzt gucke ich einfach mal ganz kurz bei Scania rein. Scania, genau. Scania. Was ist das immer für ein... Was lädt der denn jetzt? Das macht mir Angst. Gerade hat er doch nichts geladen, oder? Hat er gerade was geladen? Was tut der da? Ja, okay, der Verkaufsstand sieht natürlich viel besser aus. Ja, der hat vielleicht gerade mal die Hälfte, den. Und ich weiß nicht, ob wir uns einen anderen leisten könnten. Ja, was ist das denn hier? 400 PS, 500. Wo ist denn da jetzt der große Vorteil? Und die haben auch viel weniger Volumen an Treibstoff. Okay, die haben vielleicht einen höheren Drehmoment oder sowas. Hm.
Aber bis Level 25, meine Güte, was erwarten die denn von mir? Nee. Aber da sieht man zum Beispiel ganz deutlich, Volvo ist da eindeutig besser. Und ich denke, das wird sich auch bei Renault, will ich noch gerne reinschauen, weil Renault Magnum finde ich ein vom Design her sehr gelungenes Fahrzeug. Aber Scania können wir uns auf jeden Fall schon mal streichen. Also Volvo for the win. Ich weiß gar nicht, ob das in echt auch so ist, dass Volvo einfach da am meisten Leistung, das wollen wir nicht sehen, ob Volvo da wirklich am meisten Leistung hat. Ich weiß nicht. Kann schon sein. Nein, der hat ja auch nichts. Also. Okay, ich hätte vielleicht auf den Preis gucken sollen. Wie viel kostet denn der Volvo? So. Das ist jetzt wahrscheinlich gerade wie mit irgendwelchen Frauen einkaufen gehen, so, wenn man sich das gerade anhört, wer bis hierhin noch da geblieben ist. Obwohl, es kann eigentlich gar nicht schlimmer sein. Soll ich dieses Paar Schuhe holen oder doch das andere? Ja, den können wir uns ja locker leisten, das ist ja, da können wir uns ja direkt zwei, können wir, vielleicht kriegen wir einen Mengenrabatt. Das geht ja, das ist ja wirklich, jetzt gucke ich mir noch einen an und dann Renault Trucks wollte ich ja, oder? War ich da gerade schon? Da war ich doch gerade schon, aber da war doch nicht der Magnum, oder? Jetzt gehe ich da wieder hin. Meine Güte. Das ist nur die Hitze, also. Tunnel sous la Manche. Ist da der Magnum dabei? Ja, das ist der Magnum. Aber der hat auch nicht so viel PS, also es ist jetzt auch nicht wirklich. Nee. Jetzt schauen wir mal bei Majestic rein. Wo haben wir denn da in den Niederlanden? Bei der Holländer. Gehen wir mal ein bisschen Tulpen kaufen. Ein LKW voll Tulpen. Tulpen züchten. Schönes Hobby. Bing! Sagte ich doch. Ja. Was stand da gerade? Gay? Achso, Royal Grey. Als Farbe nicht. Royal Gale. Gay, ich weiß nicht. Ich glaube, Schwule sind auch gar nicht so. Oder eben gay. Aus dem Französischen. Glückliche und Schwule sind, glaube ich, gar nicht in der königlichen Familie gewünscht. Habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht irre ich mich aber auch. Kann ja auch sein. Gehen wir mal zu einem deutschen Man-Händler. Beziehungsweise M-A-N. Dim, 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 dim. Hallo, ich habe Escape gedrückt. Naja, ist jetzt auch nicht so der Super-Burner, ne? Nee. Also, 600 PS, hier kriegt man für den gleichen Preis kriegt man, was ist denn das hier für ein, also ich weiß nicht, entweder die, jetzt gehen wir nach Belgien. Was gibt's denn in Belgien so besonders? Tomorrowland Fat Party. Nein. Aber hier kriegt man ja wirklich für den gleichen Preis mal eben irgendwie was über die Hälfte besseres, oder keine Ahnung, wenn ihr da irgendwie einen Trick sieht, irgendwie, die mich reinlegen wollen, irgendwie habe ich das Gefühl, die anderen sind einfach schlecht gemacht. Hier auch schon wieder 301 PS. Vielleicht hat der Volvo dann keine Plüsch-Innenausstattung oder so, ich weiß es nicht. Aber irgendwie kommen die mir alle komisch vor. Jetzt gehen wir auch mal wieder nach Holland. Guck, jetzt sind wir die ganze Zeit mit einem Privatjet unterwegs, die ganze Zeit von Stand zu Stand. Also, die LKW-Fahrer, die haben natürlich das Geld. Und die paar Millionen Euro pro Flug, ne, das ist kein Problem. So, ja, boah, das ist wieder so ein geiler Stand. 360, wollen die mich eigentlich hier verkackeiern? Nee, Leute, nee. Ja, also,
Nächste Folge hole ich mir dann einfach mal dieses schöne Fahrzeug. Ich werde es nochmal kurz aufrufen. Und dann könnte man da noch was dran bauen. Ich glaube, nächste Folge wird dann nur was Bautechnisches sozusagen oder die Auswahl. So wie jetzt, nur noch schlimmer. Also, wer nicht gerne mit Freunden shoppen geht oder so, der sollte es besser nicht gucken. Also, das Fahrzeug. Ich blende es jetzt nochmal ein. Wird dann das sein. Dieses wunderschöne Fahrzeug. Ja. Und hiermit tschüss. Gutes Schwitzen, gutes Saften. Und immer schön viel Schweiß in der Achselhöhle. Bis dann. Tschüss.